Hallo liebe Wunderkesselfreunde, hier ist Kai aus der Wunderkesselküche. Ich habe für euch heute eine Beilage mitgebracht, die wir hier zubereiten werden, wo der Thermomix eigentlich das klassische Zuarbeitegerät ist. Das heißt, wenn ihr jetzt noch keinen Thermomix habt, warum eigentlich noch nicht, dann könnt ihr das natürlich auch mit einem normalen Mixer machen. Aber meine Erfahrung mit dem Teil geht es halt einfach besser. Und zwar machen wir Kräutersahne-Kartoffeln. Die eignen sich hervorragend als Beilage zum Steak, zum Beispiel für unser Sous-Vide-Steak, was wir euch ja auch in einer Folge vorgestellt haben. Und zu gegrilltem, ja, das ist mal was anderes als immer nur Bratkartoffeln oder sowas. Ihr braucht einfach nur so 600-700 Gramm kleinere Kartoffeln. Die halbiert ihr in der Länge. Vorher natürlich ordentlich waschen und eventuell mit einer Bürste reinigen. Und da kommt jetzt unsere Kräutersahne drauf. Und bei Kräutersahne braucht man natürlich Kräuter. So eine Handvoll reicht, da könnt ihr Kräuter eurer Wahl nehmen. Ich habe jetzt Thymian, Rosmarin, Basilikum und Majoran. Etwa in gleichen Teilen. Das kommt hier in unseren Kessel rein. Und außerdem 2 Zehen Knoblauch. Das sollte erstmal genügen. Das Ganze 10 Sekunden zerkleinern auf Stufe 8. Wie das immer so ist, wenn man Kräuter oder sonstiges kleines Zeug hier drin schreddert, ihr müsst gucken, dass nicht zu viel oben am Rand hängt. Durch die Fliehkraft geht das ja dann immer nach oben und auch sollte der Kessel möglichst trocken sein. Aber hier, das sieht gut aus. Das ist schön klein geworden. Da ist jetzt noch so ein Stückchen Basilikum, was ein bisschen größer ist als alles andere. Ihr macht das nach unten. Ich zeige euch das mal. Also so sieht es dann aus. Und da kommt jetzt die Sahne dazu. Das sind 200 Gramm. Und dann wird das Ganze nochmal auf Stufe 6, 10 Sekunden miteinander vermischt. Deckel drauf machen. Stufe 6 und Sahne. So, unsere Sahnesoße ist eigentlich fast fertig. Hier, das sieht ja fast aus wie Frankfurter grüne Soße hier. So, das kommt hier oben drüber. In der Zwischenzeit habe ich schon mal den Backofen vorgeheizt auf 180 Grad, denn da kommen unsere Kartoffeln dann für 25 bis 30 Minuten rein. Wie gesagt, einfach drüber, bisschen verteilen, bisschen vermischen und dann in den Backofen und dann melde ich mich nochmal. So, unsere Kräutersahne-Kartoffeln sind jetzt 26 Minuten im Backofen. Richter, wie gesagt, waren ja so 25 bis 30 Minuten. Ich hole die jetzt mal raus und schau mal, was da draus geworden ist. Ja, vielleicht zur Not machen wir es nochmal eine Minute rein, wobei es sind jetzt schon 27 Minuten. So. Also gut aussehen tut das schon mal, gut riechen tut es auch. Und ich schaue jetzt einfach mal gerade bei den größeren Kartoffeln, ob die durch sind und wie die schmecken. Ja, das ist total cool. Das ist total cool. Ja, ich glaube, ja, so 5 Minuten können sie auf jeden Fall noch. Ne, wobei, die sind gut, sind durch. Und die Soße? Könnte man noch ein bisschen nachsalzen. War jetzt auch kein Salz im Rezept angegeben. Was ja nicht schlimm ist, kann man ja immer noch danach machen. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Beilage, Sättigungsbeilage, wie man ja so schön sagt, für Gegrilltes, für Steaks. Einfach mal was anderes als nur normale Bratkartoffeln zu machen. Kann man echt, das ist mit der Soße, das ist total lecker. Wirklich, kann ich empfehlen. Müsst ihr ausprobieren. Also mir schmeckt es, ich finde es total klasse. Man kann ja auch mit den Kräutern ein bisschen variieren, je nachdem, was man gerade da hat. Könnt ihr euch überlegen, das ist ja das Schöne. Unsere Rezepte sind ja sehr offen, ja, und dann kann man ja oft was dazu machen oder mal was weglassen. Wenn ihr da mal was weglasst oder was dazu macht oder sagt, das muss unbedingt da rein, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare.
Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn nur hier bekommt ihr die besten Rezepte aus dem Wunderkessel-Forum live vorgekocht, ohne irgendwelches Pipapo und Food Design, weil die Sachen, die wir hier machen, die machen wir alle zum ersten Mal. Da wird also nichts geschönt. Das ist das wahre Leben, so wie bei euch zu Hause in eurer Küche. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.